Kempert ist mein Name. Ich leite die Opelwil. Normalerweise würde ich hier die Gäste zur Kunstpause begrüßen, die ungefähr so eine halbe Stunde dauert. Aber leider mussten wir wie viele andere auch schließen. Und um diese Zeit uns beiden dem Gegenüber gut zu vertreiben, lade ich Sie ein, mir im Internet digital zu folgen. Heute zur Kunstpause stellen wir Humberto Diaz vor, ein Künstler, der in Havanna lebt. Humberto Diaz habe ich im letzten Jahr im April in seinem Studio besucht. Es waren verschiedene internationale Kollegen dabei. Hier sieht man ihn. Es war ein sehr heißer Tag. Diese Hitze spüre ich eigentlich noch, wenn ich das Ganze mir anschaue. Und er hat uns verschiedene Arbeiten erklärt und vor allen Dingen dafür einen Beamer benutzt und uns Großformatiges an die Wand geworfen. Humberto Diaz ist nämlich eigentlich ein Künstler, der als Bildhauer arbeitet. Interventionen schafft, große, angelegte Interpretationen von Räumen zum Beispiel. Hier sieht man eben, Treppen sind dort gebaut, wo es sonst gar nicht Treppen gibt. Also Scheinarchitektur, die er herstellt. Letztendlich geht es auch bei den Arbeiten natürlich immer darum, was sieht man, genauer hinzusehen, Irritationen zu schaffen. Hier ist zum Beispiel mit Ziegel ein großes Dach im Innenraum geschaffen, auf das man nicht treten kann, aber Dächer im Innenbereich stülpt die Welt etwas um und gibt ihm auch sozusagen, ich würde sagen, auch immer einen Tick Humor, einen Augenzwinker mit dazu. Und Humberto Diaz sehen Sie ja, wie auch gestikuliert, ein unglaublich sympathischer Kollege, Künstler, der auch für seine Arbeit sprüht und sich nicht nur in Havanna, sondern auch schon in vielen europäischen Städten gezeigt hat durch Arbeiten im öffentlichen Raum. Die Ausstellung Liebesgrüße aus Havanna ist in verschiedenen Sektionen, das heißt Abschnitte geteilt, in denen wir unterschiedliche Fragestellungen diskutieren. Wer schon mal da war, wer das Glück hatte, weiß, im Erdgeschoss der Ausstellung widmen wir uns den Fragen Wirtschaft, Finanzen, Utopie. Hier sind wir jetzt im ersten Stock. Und es beginnt die Sektion Architektur. Die Serie von Humberto Diaz, Das Warten, geschaffen 2010, ist der Beginn der Sektion zum Thema Architektur. Bei jeder Ausstellungskonzeption fragt man sich natürlich, welche Künstlerinnen und Künstler können dafür in Frage kommen. Bei Liebesgrüße aus Havanna wollten wir Kunst zeigen im internationalen Kontext. Künstler, Künstlerinnen vorstellen, die jetzt sich mit Themen und Fragen beschäftigen, die uns besonders interessieren. Da habe ich mich natürlich an Humberto Diaz erinnert. Nicht nur, weil er jetzt diese großformatigen Skulpturen oder Interventionen geschaffen hat, sondern weil ich auch wusste, er hat sich mal in einer Fotoarbeit dem Thema Raum oder eben besonderen Bushaltestellen Menschen im öffentlichen Raum zugewandt. Also Architekturen, die wir sehen, die wir auch täglich quasi auch in unserem Alltag benutzen, die Schutz geben können, Architekturen, die ganz unterschiedlich auch anmuten, nämlich viel von der Revolutionszeit Kubas erzählen, Revolutionszeit eben nach der Machtergreifung von Fidel Castro und sich eine junge Gesellschaft, eine junge Staatsform eben auch optisch ab oder besonders zeigen wollte, besonders eben in Form von farbigen, teilweise utopischen, futuristisch anmutenden Architekturen und das nicht nur in eben Gebäuden, Staatsgebäuden, sondern eben auch für das Volk. Humberto Diaz hat bei seinen Werken immer wieder betont, dass er vor allem die Menschen festhalten wollte. Die Menschen, die warten. Was tut man beim Warten? Man denkt vielleicht an Dinge, die danach kommen oder Dinge, was man zu erledigen hat, was man schon erledigt hat. Aber manchmal beim Warten begegnen einem eben auch Menschen. Man ist ja nicht alleine in der Wartesituation. Hier in der Bushaltestelle gibt es eine Dreierkonstellation von Frauen, bei denen man sich fragt, warum unterhalten die sich? Kannten die sich vorher? Eine Frau sitzt und hat den Arm gehoben. Man sieht an ihren Lippen, dass sie vielleicht was sagt oder gesagt hat. Eine andere Frau in Rot gekleidet wendet sich ihr zu oder ist ihr Blick eher auf die ältere Frau gerichtet? Leicht nach vorne gebeugt, weiß man nicht. Gehört sie dazu? Über was wird gesprochen? Kannten sie sich vorher?
Oder gibt es eben auch Situationen, wo man sich einfach kennenlernt in der Wartesituation? Nicht allein zu sein, sich solidarisch zu zeigen. Auch das wäre möglich, wobei andere sich wegkehren. Man sieht andere von hinten. Interessanterweise sind die Jüngsten ganz mit sich beschäftigt. Sie sitzen nicht in Richtung kommenden Bus, sondern zum Wasser hin. Vielleicht werfen sie etwas rein, sie haben fröhliche Laune und wirken gar nicht verzweifelt, sondern ganz im Gegenteil. Vielleicht genießen sie es etwas, auch noch hier zu sein und gar nicht so schnell nach Hause zu kommen. Bei den meisten Bushaltestationen hat uns Umberto Dias nicht gesagt, wo sie sich befinden. Jemand, der Havanna gut kennt, wird es wissen. Aber hier in dem Fall vor dem weißen Gebäude ist es bekannt, wo wir jetzt stehen, nämlich vor einer Entbindungsstation. Diese Bushaltestelle ist durch ihre Form schon mal sehr, sehr auffällig. Das blaue Zickzack, das weiße Gebäude dahinter, aber auch auffällig, weil es so voll ist. Viele, viele Wartende gibt es hier. Nicht alle finden Schutz unter dem Dach. Viele stehen auch nach vorne schon sehr wartend, kann man sagen, mit Blick auf den Bus, der noch nicht kommt. Viele Frauen, viele erschöpfte Frauen, womöglich nach der Arbeit. Frauen, die nach Hause möchten, Frauen, die mit ihren Kindern warten, die vielleicht auch andere Frauen besucht haben, Schwestern, die entbunden haben oder Freundinnen, Kinder, die auf den Boden schauen und auch helfen wollen, vielleicht den Müttern, die nach Hause wollen. Aufgefallen ist mir schon im ersten Rundgang, dass eine Bushaltestelle nur Männer wartend zeigt. Tatsächlich nur männliche Wartende. Unterschiedlichen Alters, man könnte so sagen mittleres Alter bis wirklich in der älteren Altersstufe. In dieser Wartesituation gibt es ein Paar, eine Konstellation eines Mannes, der ein Gegenstand mit sich führt, in weißen Tüchern eingewickelt, mit blauem Klebeband, er selber auch weiß getragen, in weißer Kleidung. Das heißt, er hat etwas bei sich, von dem wir nicht genau wissen, was ist es. Also er schützt es. Er schützt es wahrscheinlich durch seine Oberfläche. Er möchte nicht, dass sie verletzt wird. Es ist also auch den anderen nicht bekannt, was er mit sich führt. Der ältere Mann daneben im weißen Hemd mag ihn vielleicht gerade fragen, hey, was hast denn du da eigentlich? Was ist das dabei? Er hat vielleicht schon den Mund geöffnet zur Antwort. Wir können es nicht hören, wir können nur spekulieren, was es vielleicht ist, was er mitnimmt und was er transportiert. In der Mitte gibt es einen Wartenden mit Zeitung. Tatsächlich hat er die Gramna, die er gerade liest, die er groß aufgeblättert hat. Die Gramna ist der Name der offiziellen kubanischen Zeitung, auch die einzige natürlich, die aber auch uns die Idee gegeben hat, unsere Ausstellungspublikation in Form einer Zeitung zu publizieren. Jeder, der die Ausstellung besuchen konnte, der das Glück hatte, hat vielleicht schon eine Gramna, das heißt einmal Liebesgrüße aus Havanna zu Hause. Andere, die gerne unsere Ausstellungszeitung lesen wollen, die können sich einfach an uns wenden, per E-Mail oder auch sonst telefonisch oder wie auch immer. Wir schicken gerne eine Ausstellungszeitung Liebesgruß aus Havanna zu. Lediglich das Porto ist zu zahlen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns wieder sehen oder wieder hören bei der nächsten Kunstpause und freue mich auch auf Ihr Feedback. Für heute sage ich Tschüss, auf Wiedersehen.